Oh nee, oder? Muss ja passieren. Konnte ja nirgendwo hin. Ich konnte nirgends sonst hin. Was soll ich machen? Hä? Ah. Aha. Das ist ja hochinteressant. Muss ich jetzt die ganzen Blumen hier rausreißen? Wenn ja, warum? Und was passiert denn? Oh, es sieht echt so aus, ne? Also so wirklich Möglichkeiten gibt es hier nicht. Mach euch die Blumen weg. Oh, war das Gitternetz eben schon da? Das kommt jetzt nicht immer weiter runter, oder? Also wirklich einleuchtend ist das Spiel ja noch nicht, ne? Oh, der Senpai ist da. Senpai, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Amüsante Tode, ja, so viele jetzt vielleicht nicht mehr. Heute. Danke auf jeden Fall, dass du kurz reingeschaut hast. Jetzt bin ich auf jeden Fall relativ sicher, dass ich diese Tür da benutzen muss. Weil, weiß ich nicht, hätte da oben jetzt wieder was anders laufen können. Keine Ahnung, hätte ich irgendwas richtiger machen können oder falscher? Ja, häufig hat man das Gefühl, noch falscher kann man es nicht machen. Zum Beispiel mit der Frisur kann man manche Sachen nicht falscher machen. So. Mich deucht, ich muss der Blutspur folgen. Das ist schon viel Blut auch, ne? Also von nur einem Menschen ist das, glaube ich, nicht. Kurz vor Ende könnte sein. Also auf jeden Fall viertes Kapitel, letztes Kapitel. Auch schon ein Weilchen dran. Waren dazu bestimmt ewig zu leben. Also vermutlich nicht mehr so weit vom Ende weg. Also ich... Planung war bis 12 ungefähr. Ich schätze mal, ich könnte vorher fertig sein. So. Nur ist die Question... Ah, guck mal hier. Oh, alles klar. Dann muss ich jetzt wohl eine Tür wählen. Aus den vielen. Ich nehme an, die hier. Die ist so beleuchtet. Beziehungsweise, ich denke mal, die geht nicht auf. Nein, weil ich muss ja den Vorhang hier nochmal aufmachen. Es handelt sich um Mord, glaube ich. Nochmal. Ich werde sein. Ui. Und wieder eine Puppe. Ein Schlüssel. Forever the dream. Forever the wound. Forever you. Bei ihm klingt alles wie eine Drohung. Moment! Hätte dieser Schlüssel jetzt auch bei der anderen Tür gepasst? Was ich jetzt natürlich nicht mehr probieren kann, aber... Solche Fragen, wisst ihr, solche Fragen, die beschäftigen mich. Hätte, 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 hätte. Aber am Ende zählt nur das, was ist. Hier ist Recording. Das die ganze Zeit, wenn man durch dieses Aufnahmetürchen gelaufen ist,
wurde mal wieder zurückgesetzt, einen letzten Speicherpunkt. Hätte, hätte Fahrradkette, genau. Es brennt. Wehre dich nicht. Ja, naja, du, also. Ich kann auch gerade. Ach doch, ich kann was tun. Aber das vielleicht. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ja, geh mal nicht ins Licht. Geh mal nicht ins Licht. Wie ist das jetzt gemeint? Weil da ist ja auch Licht. Gehe nicht in dieses wilde Feuer. Ich habe auch gerade. Achso, ich komme schon voran. Ach! Ach, ist doch alles scheiße. Also, welches Licht? Dieses Licht nicht rein oder in dieses andere Licht nicht rein? Also das gelbe oder das rötliche? Wo soll ich rein? Sag mir das. Wenn ich nicht vorher von der. Von der reißenden Flut hier. Nicht dagegen ankämpfen. Ja, vielleicht doch. Geh ins andere. Was ist das andere? Das rote oder das gelbe? Schnell, ich habe keine Zeit. Hier ist Strömung. Geh ins andere. Immer noch, okay. Komm schon, schreib einen Kommentar in den Chat. Sag mir, welches Licht. Das ist das rote Licht übrigens. Jenes, welches rot ist, das gelbe. Da soll ich rein, ja? Okay. La 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 la. Yes. Stay away. Jetzt mach ja doch wieder, was der Candyman sagt. Naja. Nee, das sieht auch echt toll da aus, ja, ich freue mich. Die Tür ist zu. Nur freilich. Was machen wir jetzt hier? Lily, please come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? Gehen wir in der Hütte, nö, ne, klar, freilich. So, ich bin in der Hütte, aber nichts drin. Dir auch viel Spaß, Senpai, mit deinem Gezocke da. Was zockst du denn eigentlich? Falls du noch die Sekunde Zeit hast, schreib's mal rein. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß. Nein, ich möchte das nicht nochmal sehen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Stream vielleicht wieder, der dann höchstwahrscheinlich ein anderes Spiel behandelt. Folge mal der weißen Ratte. Hallo Ratte. Sollte ich der weißen Ratte denn folgen? Oh, Püppchen, hi. Du stehst aber nur so hier. Okay. Und sie? The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. Rainbow Six Siege. Oh je, ballern. Follow the White Ratte. Ja. Okay, es ist eine Mischung aus Alice im Wunderland und Twin Peaks hier. Folge der weißen Ratte. Die ist doch hier lang gerannt, die Ratte, oder nicht? Vermutlich, ne?
Tja. Nein, Follow the White Rabbit ist ursprünglich aus Alice im Wunderland. Ja, sie haben die Thematik mit dem weißen Kaninchen aus in Matrix nur übernommen. Ich will ja nicht klugscheißerisch wirken. Aber es ist so. That's a funny name. Can you help me find my sister? Wer hat denn einen lustigen Namen? Candyman. Ich weiß es. Bestimmt der Candyman. Es ist bestimmt der Candyman. Natürlich weißt du das. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Kiste! Ist zu. Oh, nicht, oder? Ein verfluchtes Zahlenschloss. James ist mit einem fremden Mann mitgegangen. Er sollte man nicht machen. Ja. Also jetzt gilt es... Moment mal. Geht's hier runter? Bin ich von hier gekommen vielleicht zufällig? Ich glaube, doch, oder? Seht ihr? 2 Minuten habe ich vergessen, wo ich herkomme. Ich muss ins Bett. Ich weiß nicht. Also gut. Da ist auf jeden Fall ein Zahlenschloss. Dafür braucht man einen Zahlencode. Der wird ja aber irgendwo rumliegen. Mehr oder weniger offensichtlich. Ne? Man muss ihn nur finden. Er wollte ihm mal einen echten Hasen zeigen. Ja. Schützt seine Kinder im Internet. Schau nach oben. Okay. Ja. Meinst du, da steht irgendwo ein Code? Oder wie? Oder was? Oder wo? Wenn ja, wie soll der normale Spieler darauf kommen? Dass etwas an der Decke steht. Noch oben. Was? Moment. Das ist schon interessant hier, ne? Aber da macht ja nichts da. Dieses Lämpchen. Oder was auch immer das ist. Auf der anderen Seite ist hier so extrem hell. Das habe ich vorher schon gesehen. Ich habe es nur nicht... Ja, ich habe es direkt wieder vergessen. Schon richtig, oder? Sorry, das war woanders. Okay, alles klar. Kommt denn noch viel, ja? Wäre eigentlich schon cool, mal durch zu sein hier. Das ist jetzt Blair Witch hier, oder? Nee. Hallo? Da ist die Radi! Hallo, Radi! Aber wieso kann ich denn dich nicht nehmen? So mal abbeißen oder so? Geht nicht. Ja gut. Diese Tür geht auf. Also benutzen wir sie auch. Oh, jetzt habe ich was verpasst. Oder kam da eine Ratte aus dem Gesicht oder so? Ist die wieder irgendwo hingerannt? Moment. Ich lasse die erstmal drin. Die rennt bestimmt irgendwo hin und weist mir dadurch den Weg. Ne? Bin mir relativ sicher, dass das so sein wird. Da ist ein... Nee, sah aus wie ein Apfel. Ist aber keiner. Wieder die Schiffskulisse. Das war aus... Ja, Moment. In sie... Ah ja, der Teller Nudeln. Ja, die haben einiges aus Filmen abgeschaut, ne? Aber es geht ja auch um einen Film, ne? Oder um viele. Okay, also... Wirklich was machen kann ich jetzt hier nicht. Das heißt, ich lasse die Radi raus.
was drowning in a sea of thirst. I was feasting, but never full. You, my teeth are yours to bear. Aber meine Zähne gehören dir. Das mache ich nicht. Also da reingehen. Ich fürchte aber auch, das ist nicht ganz richtig, was ich hier tue. Ich könnte aber auch vermuten, dass doch das Richtige... Nein, es ist das Falsche. Okay, naja. Völlerei. Ja, genau. Das war aus 7, ein grandioser Film. Habe ich ja lange nicht mehr gesehen. So, nur mal Butter bei den Fische hier. Wo geht's denn jetzt hier tatsächlich lang? Ich kriege ja nur langsam hier wieder eine Krise. Eine etwas anrüchige Szene. Och, ich habe Agony gespielt, was willst du? Eigentlich habe ich nie, also... Ich habe Agony noch nicht fertig gespielt. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. Okay, dieser fremde Mann hat ihm wahrscheinlich auch Sachen erzählt und in den Kopf gesetzt. Oder diese fremde Person. Das ist wieder eine Rade. Hm. Ja, 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 die Tür ist das große Problem hier. Okay, jetzt geht's weiter. So, das Gold, also die Schiffsthematik wieder mit diesem Goldschatz, ne? Auf dem Schiff, der dann nur ein Arsch voll Fische war. Das ist wieder der James im Spiegel. Das ist ein Monster? Und das vielleicht auch? Das ist wieder James? Das ist Chaos? Das ist ein absolutes Kunstwerk, ja. Ich mag auch die Farben. Und wie er mit ihnen gespielt hat. So. Ah! Gucken Sie mal, da ist was. Ich kann nur nicht wirklich... Ah, ist da unten. Jetzt. Ah, da ist die nächste Ratte drin. Okay, da muss ich jetzt scheinbar wieder irgendwas tun. Für einen Schalüssel. Ja, Agony war tatsächlich... Ich möchte es irgendwann mal fertig spielen. Ich möchte es tatsächlich mal in Angriff nehmen. Das ist ein Bein. Vermutlich aber, bevor ich es wieder so mühevoll aufnehme, mache ich es vielleicht doch mal dann auch mal im Livestream. Und vielleicht guckt dann zufällig jemand zu, der es geschafft hat. Und kann mir da ein bisschen weiterhelfen. Das Nervigste an sich ist da wirklich diese Orientierungslosigkeit in dem Spiel. Du rennst weg und rennst weg und rennst weg vor irgendwelchen Viechern. Dann erwischen sie dich. Dann musst du dir wieder einen neuen Körper suchen, in den deine Seele reinschlüpfen kann. Ja, und wenn du Pech hast, ist dann um die Ecke das nächste Viech. Dann bist du wieder auf der Suche nach dem Körper. Und alles nicht so schön. So dieser sehr, sehr starke Frustfaktor in dem Spiel. Das ist jetzt ein Arm. Ich vermüde. Okay, hier zeigt der Arm nach rechts. Kopf. Moment. Hat die jetzt keinen Kopf mehr? Aha. Das ist äußerst interessant. Und hier? Irgendwas hat sich jetzt getan. Oh, da ist ein Super Medic Original. Toller Kanal, Dankeschön. Und wer bist denn du? Wo kommst du her? So, jetzt habe ich zweimal Kopf. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Jetzt ist hier ein Kopf. Und hier ein Kopf. Rade? Ja, immer noch nicht, ne?
Oh, der Ricky Dicky weiß bestimmt. Schau die Puppe an. Ja? Okay, schau die Puppe an. Ja. Toll. Ja, nee, aber es muss doch irgendwas. Also es ist ja nicht ganz sinnfrei hier, dass diese Fernseher da sind. Muss da alles sein? Jetzt hat sie keinen Kopf. Jetzt hat sie wieder einen Kopf. Muss ich jenen Kopf vielleicht selber nehmen? Nein. Kann, soll, muss? Weiß ich nicht. Rade geht immer noch nicht raus. Axt, verdammte. Das soll ja. Die Bilder sollen einem ja mit Sicherheit auch irgendwas sagen. Vielleicht soll ich hier links den Kopf nehmen. Und rechts nehme ich den rechten Arm. Ja. Toll. Als ob ich die Konstellation jetzt nicht zufällig schon mal gehabt hätte. So. Sie können jetzt raus. Stripped of all my riches, I sailed the sea of nothingness. My debt to you, I will repay. Here is my pound of flesh. Das haben wir vorher schon angeguckt. Okay, das heißt, falsche Richtung. Aber die Ratte ist doch hier lang gerannt. Aber er sagt, dass ich der Ratte folgen muss. Na, jeder. Vor allem der Ricky Dicky, deswegen machen wir das. Es geht ja auch sonst nicht anders. Wir nehmen einfach mal das hier. Das machen wir jetzt einfach mal. Aha, Teddybär. Okay, okay, okay. Nochmal. Ist nochmal eine Ratte, oder? Jawohl. Kann die raus? Nee, die kann... Okay. Das schöne Zimmer. Ist das das schöne Zimmer? Ja? Und da ist noch eine Tür. Wir gehen erstmal zu der Tür, bevor wir das mit der Ratte... Aber vermutlich geht die nicht auf. Natürlich nicht. Okay, dann nehmen wir den Teddy. Die Riesenauswahl an möglichen Tätigkeiten haben wir hier nicht. Ja. Machen wir zu, für den Fall, dass jemand kommt. Ja, man weiß ja nie. Wallowing in a sea of shame. Ist doch wieder raus. I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Mit wem spricht er denn? Wo ist die Ratte jetzt hin? Wieder hier durch? Muss ich wieder zurück? Ich mach's einfach mal. Mangels Alternativen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Ist wieder Inselfeeling hier, ne? Schatzinsel. Alles gut. Ja, müssen wir da hoch? Vielleicht muss ich daraus eine Treppenstufe machen, ne? Hier, dass ich hier drauf klettere. Und dann da hoch? Natürlich nicht. Okay. Es wirkt auch nicht so, als ginge es... Doch, da geht's weiter. Oder auch nicht. Ja, schön. Dolle Wurst. Das ist auch so ein Lichtkegel, so ein komischer, als sollte da was hin oder wäre da mal was gewesen? Irgendetwas sagt mir allerdings, dass ich hier nicht lang soll.
irgendetwas sagt mir, dass das hier nicht so ganz richtig ist. Und zwar ist das die Tatsache, dass ich hier nicht weiterkomme. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also springen kann er ja nicht, der Charakter, ne? Das wäre mir neu, wenn das jetzt plötzlich könnte. Da ist ja auch noch was. Und da ist auch noch... Ach. Hallo, Duftbäumchen. Sogar original, du. Wunderbar. Original. Boah, da haben sich ja Lizenzen eingekauft, du. Meine Herren, ey. Noch mehr davon, du. Oh. Das ist jene... Nee. Haben wir das gemacht? Haben wir das nicht mal gemacht hier mit dem Anzünden? Da war doch mal was mit einer Wanne. Wanne irgendwie, so? Und vielleicht war das Bett früher die Wanne. Also in meinem, völligen Wahn, den ich hier gerade durchlebe, einfach mal so gesagt. Ich denke nicht. Okay, ich reiß ihm einfach mal die Infusion raus. Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Rade? Nutze sich. Hei, hei, hei.